Auf einen Braunschweiger Sinto eingehen und
einfach mal das so ein bisschen lebendig werden lassen. Das ist Herr Robert Diesenberg. Der war noch daran beteiligt im Jahre 2000, als wir hier das erste Mal den Dialog mit der Stadt gesucht haben. Immerhin nach 55 Jahren war man dann bereit, die Sinti zu empfangen und mit ihnen zu reden, die die noch überlebt hatten. Und Robert Diesenberg und sein Bruder Rudolf waren eben anwesend bei den ersten beiden oder dreimal. Und wir haben uns das wirklich kaum geglaubt, dass es dann wirklich 3 Jahre später schon dazu kam, dass diese Gedenkstätte eingeweiht wurde. Robert Diesenberg ist im letzten Jahr verstorben, 84-jährig, in Hildesheim. Und bis zum Schluss ging er noch von Haus zu Haus und handelte mit Steppdecken, mit Jacken, mit Textilien. Und obwohl er häufiger ohne Gewinn nach Hause kam, nahm er sozusagen immer diese Wege auf sich und hat bis zum Schluss eben dieses Handwerk durchgeführt, bei Wind und Wetter. Und in seinen jungen Jahren ist er durch die Hölle gegangen und lernte den Nationalsozialismus von seiner ganz grausamen Seite kennen. Seine Nummer war Z279. Die Nummer ist ihm in Auschwitz tätowiert worden. Das Z stand für Zigeuner. Er und seine Familie wurden in besagter Nacht vom 2. zum 3. hier aus dem Braunschweiger City-Lager Feldenhof abgeholt und nach Auschwitz gebracht. Bereits nach kurzer Zeit wurde er von seiner Familie getrennt und er hat sie nie wieder gesehen. Seine Eltern und 6 seiner Geschwister, die sind auch hier vermerkt, nämlich auch ein Friedrich, der war damals 6 Jahre alt, Eduard, der war 10 Jahre alt, Anne und Ida, wusste er nicht mehr ganz genau. Sie hat er alle nicht mehr wiedergesehen. Der Einzige, der ihn überlebt hatte aus der Familie, war sein Bruder Robert. Er selbst war damals 16 Jahre alt und wurde vom ersten Tag an zur Schwerstarbeit im Straßenbau herangezogen. Bis zum Schluss raubten ihn seine Erinnerungen Nacht für Nacht seinen Schlaf. Eingebrannt in sein Bewusstsein blieben die Bilder von den Menschen, die in die Gaskammern getrieben worden sind und anschließend auch ins Krematorium kamen. Wir mussten selbst unsere Leutchen wegschleppen. Viele sind vor Hunger und Kälte gestorben. Rudolf Diesenberg überlebte, weil er als Arbeitskraft dringend gebraucht wurde. 12 Stunden am Tag musste er bei Planierungsarbeiten schuften. Und wer nicht mehr konnte, hat Schläge gekriegt. Immer mit dem Knüppel. So seine Worte. Im Frühjahr 1944 wurde er dann nach Buchenwald verlegt. Auch dort musste er hart in den Steinbrüchen arbeiten. Nur eine 3-wöchige Episode, bis er dann ins KZ Dora-Nordhausen am Südrand des Harzes unter Tage wieder Steine schleppen musste. Die SS ließ einen Stollen in den Berg hauen als Tarnung für die Erforschung und den Bau von Hitlers angeblicher Wunderwaffe V1 und V2. Coventry sollte mit dieser Waffe dem Erdboden gleichgemacht werden. Seit August 1943 baute das VW-Werk in Wolfsburg die Flugbombe, bis die Produktion wegen drohendem Luftangriff der Alliierten nach Dora verlegt wurde. Die Arbeit unter Tage war mörderisch. Die KZ-Häftlinge haben tagelang kein natürliches Licht gesehen. Sie wurden gezwungen, auf dem nasskalten Boden des Stollen zu schlafen. Rudolf Diesenberg konnte in der Baracke übernachten. In Butzen mit 20 bis 30 Mann zusammengepfercht, raubte es so manch einem trotz totaler Erschöpfung den Schlaf. Zu essen gab es nur Wassersuppe. Einmal sei er mit ein paar Kartoffeln erwischt worden und bekam dafür 25 Hiebe mit dem Ochsenzieher. Wegen ähnlicher Vergehen waren andere sogar aufgehängt worden. Viele standen das Martyrium nicht durch. Hunger, Kälte, Erschöpfung und die staubige Luft taten ihr Übriges. Die Bilanz: von den 60.000 Häftlingen in Dora-Mittelbau überlebten mal ganze 20.000. Anfang 1945
wurde Rudolf Diesenberg zu Waldarbeiten in der Nähe von Osterode herangezogen, abkommandiert. Während die Alliierten immer näher rückten, löste die SS das Lager auf und es ging auf eines der Todesmärsche in Richtung Gardelegen, nicht weit von hier. Während fast alle der Häftlinge in eine Scheune getrieben worden sind, konnten und dort erschossen wurden, konnten Rudolf Diesenberg und sein Cousin fliehen. Sie versteckten sich im Wald und flüchteten von dort aus zu Fuß in Richtung Braunschweig. Am Sandkamp in Feldenhof angekommen, erlebten sie, das Lager verwaist. Viele der Wagen wurden ja auch im Nachhinein dort abgebrannt. Und erst Wochen später trafen sie ganz zufällig in Peine einige Überlebende aus Braunschweig. Wir haben geweint vor Freude, aber auch unsere Toten. Der Krieg war zu Ende, nicht aber die Zeit der Diskriminierung. Die Leute haben uns weiterhin als Zigeunerpack und Liebesgesindel geschimpft und ihre Hunde auf uns gehetzt, so die Worte von Rudolf Diesenberg. Bis zum Schluss wartete er auf eine angemessene Entschädigung. Die Zwangsarbeit hat ihm seine Gesundheit ruiniert. Das Laufen fiel ihm schwer, der Magen bereitete ihm zeitlebens Probleme. Die Nazis raubten außerdem seinen Eltern den Goldschmuck, den sie sich vor dem Krieg mit dem Pferdehandel verdient hatten. Wie den anderen Sinti wurde Rudolf Diesenberg Anfang der 60er Jahre gerade mal 150 Mark Rente zugestanden. Und im Jahr 1999 erhielt er gerade mal 750 D-Mark. Davon musste die ganze Familie auskommen. Bei den wenigen, die damals Entschädigung gekriegt haben, das war halt auch noch das Tragische, denen wurde dieses Geld auch noch angerechnet, wenn sie Sozialhilfe bekommen haben. Das heißt, sie sind eigentlich mit 0,0 nichts ausgegangen. Und das ist einfach überhaupt nicht akzeptabel. Sohn und Tochter waren eben arbeitslos in Hildesheim und um über die Runden zu kommen, zog er eben bis kurz vor seinem Tod mit Textilien von Tür zu Tür. Mit großem Interesse verfolgte er um das Jahr 2000 herum den Milliardenpoker um die Zwangsarbeiterentschädigung. Als erstes deutsches Unternehmen hatte VW 98 einen humanitären Fonds zur Entschädigung seiner früheren Opfer zur Verfügung gestellt. Die Höchstsumme betrug pro Mann oder Frau 10.000 D-Mark. Allerdings kam Robert Diesenberg nicht in den Genuss dieses Geldes, denn die Zwangsarbeit, die er zu leisten hatte, das sagte VW, das ist ja im Namen der SS passiert. Und von daher wurden praktisch seine ganzen Freunde oder seine ganzen Mithäftlinge damals eben nicht aus diesem Fonds entschädigt. Und ich finde es halt auch ein Stück Würde zurückgeben, wenn man sich auch ihrer Geschichte annimmt, weil ich meine, irgendwie hat ja jeder Mensch seine Wurzeln. Und wenn man sich jetzt in den Schulbüchern umguckt, dann steht da nirgendwo was, was auch Sinti gab, die verfolgt wurden. Manchmal steht ein Satz drin, so nach dem Motto, neben den Juden wurden auch Sinti verfolgt und Schwule und Kommunisten.